Hallo, 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 hallo! Nach langem mal wieder ein Video. Ja, ich lebe noch. Betonung liegt auf noch. Einige fragen mich ja, warum kaum noch Videos von mir kommen. In diesem Video wollte ich euch mal einiges erzählen, was gerade so bei mir los ist, was gerade so bei mir abläuft. In meinem letzten Video hat man ja schon etwas sehr Schickes an der Wand gesehen. Ja, ich habe Schimmel in der ganzen Wohnung. Ich habe kaum noch Videos gemacht, weil es mir seit einigen Monaten nicht besonders gut geht. Da kommen auf jeden Fall ein paar Storytimes denn demnächst. So sieht jetzt meine Wohnung aus. Wunderschön die Wand, ne? Oder gestern gemacht. Mein ganzes Hab und Gut, ich zeige euch das mal kurz. Andere Kameraperspektive. Ja, richtig schick hier, ne? Also Anfang des Jahres wurde mein Haus saniert. Ich bin für eine gewisse Zeit ins Altenheim gekommen. Ja, da gibt es auch noch einige Videos, die ich euch demnächst mal zeigen möchte. Ihr habt richtig gehört, ich hatte eine Ersatzwohnung im Altenheim. Ja, ich komme gerade überhaupt nicht richtig zum Schneiden. Ich habe noch so viel Videomaterial. Einige interessiert es ja auch, wie viel ich abgenommen habe oder wie viel ich auch wieder zugenommen habe. Wie gesagt, ich habe nur so viel Videomaterial. Ich muss erstmal alles schneiden. Momentan fehlt mir echt die Kraft dazu. Wie gesagt, seit ein paar Monaten habe ich noch ein paar andere Probleme. Jetzt fängt mein ganzes Hab und Gut an zu schimmeln. Der Schimmel geht nämlich gerade auf meine Möbel rüber. Ich bin jetzt am Überlegen, die Wohnung zu kündigen in ein paar Tagen und dann wahrscheinlich in der WG. Was ihr hier seht, hier sind meine ganzen Klamotten. Das ist alles voll. Ja, vielleicht sollte ich das mal mit Blitz filmen. Naja, das mache ich jetzt nicht. Es ist einfach alles voll mit Schimmel und ich habe ja mehrere von diesen Kisten, wo auch meine Requisiten drin sind und ja, Perücken und alles. Und ich kann das einfach alles wegschmeißen. Es ist alles voller Schimmel. Hier hinten geht es weiter. Es ist mega schwer, Schuhe für mich zu finden. Hallo, bei Schuhgröße 43. Alles voller Schimmel. Meine ganzen Klamotten, alles voller Schimmel. Ich kann alles entsorgen, alles wegschmeißen. Hier. Also Hipster, Tardycap, ne? Alles voller Schimmel, wie ihr seht. Ein wunderschöner Fächer, auch voller Schimmel. Ach nee, das war nicht der Fächer. Den anderen habe ich schon weggeschmissen, aber hier müsste auch irgendwo Schimmel dran sein. Ja, leicht. Meine Matratze, die will ich euch gar nicht zeigen. Diese Umstände, also das sieht ja jetzt noch echt human aus, die Wand. Aber wie die vorher aussah, in meinem letzten Video hat man ja ein bisschen sehen können. Ja, ich schlafe gerade übrigens auf der Couch. Und ja, mal gucken. Also wird wahrscheinlich dann ein schönes WG-Leben werden. Ja, also ich bin ja auf jeden Fall echt am Verzweifeln. Ich bin jetzt am Überlegen, Anwalt einzuschalten. Und muss jetzt gucken, ich möchte meine Sachen ersetzt haben. Hier ist, oh mein Gott, es ist alles voller Schimmel. Meine Pinsel im Wert von über 1000 Euro, da hinten, die liegen da auch noch rum. Und ich habe Verständnis, dass ich gerade kaum dazu komme, neue Videos zu machen. Ich wohne hier gerade wie in so einer Bruch-Messi, keine Ahnung was, Fixbude, als wenn ich mir hier gleich irgendwie einen Schuss setzen würde oder so. Also, diese Umstände in dieser Wohnung, die eine junge Dame, eine junge Frau erleiden muss, diesen Schicksalsschlag, den diese junge Dame hinnehmen musste, das ist ja unter aller Würde. Man sagt ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Schimmel an der Wand ist schon antastbar. Ja, ich würde sagen, guten Tag. Mein Badezimmer ist der einzige Raum, der nicht von Schimmel befallen ist. Moment, verliert mein Video gerade an Niveau? Okay. Flur wurde auch jetzt Tapete abgerissen, ja, alles. Also es sieht hier gerade katastrophal aus, ey. Oh, ich will es euch wirklich gar nicht zeigen. Es ist so schlimm. Ich schäme mich schon praktisch selber. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Fotoshooting hier mit einem Model und mir war es einfach unangenehm und peinlich, dass sie meine Wohnung so gesehen hat. Okay, da war der Schimmel noch nicht so fortgeschritten, aber
von heute auf morgen ist meine Wohnung einfach explodiert. Liegt daran, dass naja, hier ziemlich gefuscht worden ist und ist halt eine Außenwand. Das konnte nicht richtig zirkulieren. Oben habe ich dann noch Wasserschäden an der Decke. Hat ja auch ziemlich stark geregnet in den letzten Wochen in Berlin. Und es fing halt an mit Wasserflecken an der Decke. Und wenig später war dann alles voller Schimmel. Und was kriege ich dann natürlich zu hören? Dass es meine Schuld ist und dass ich ja richtig lüften sollte. Entschuldigung mal bitte, irgendwas scheine ich ja die letzten 3 Jahre richtig gemacht zu haben, weil vorher hatte ich keinen Schimmel, sondern erst nach der Sanierung. Die neuen Fenster sind dann jetzt da, ne? Und ja, das kann dann auch nicht mehr richtig zirkulieren, weil vorher hatte ich da Asbach-uralte Fenster drinne, die natürlich auch wie Hechtsuppe gezogen haben. Und hier, das ist dann alles schon mal auch, ne? Ganz andere Teilchen, ganz anders hier. Ja, kotzt mich mega an. Ich bin einfach nur kaputt und fertig mit den Nerven. Einige haben mich ja schon gefragt, ey, was ist los? Kein Video kommt von dir. Wie gesagt, ich mache demnächst, hau ich ein paar Storytimes aus. Da werde ich dann auch mal nochmal genau erläutern, warum keine Videos mehr richtig kamen. Ich hatte Depressionen, mir ging es richtig beschissen und meine jetzige Wohnsituation trägt jetzt auch nicht zur Besserung dabei. Mein ganzes Hab und Gut schimmelt hier gerade weg. Ich habe eigentlich auch gedacht, als ich so einen richtig geilen Adventskalender hier auf YouTube mache, 24 Türchen. Letztes Jahr hatten wir dann schon diesen X-Miss-Kalender gehabt, ne? 24 Hits auf X-Miss. Das kotzt mich gerade mega an. Ich filme auch gerade übrigens mit meiner Handykamera. Naja, ich finde die Handykamera hat auch eine gute Qualität, aber naja, jetzt auch nicht so optimal, um zu filmen. Ne? Ich hole mir auf jeden Fall eine neue Kamera, ich will mir neues Equipment holen, aber soll ich jetzt hier vor dieser Wand filmen? Ich bitte euch. Obwohl, sieht eigentlich auch ganz schön aus, so, ne? So besonders hier zu atmen ist richtig geil. Jedenfalls, was mich auch so aufregt, ich habe ja extrem viel aus meiner Kaufsucht auch noch da. Zum Teil Sachen, die nagelneu sind, wo auch noch Preisschilder dranhängen. Sachen, die ich auch für Verlosungen auf meinem Kanal verlosen wollte, kann ich alles wegschmeißen. Es ist alles voller Schimmel. Keine Angst, die letzte Verlosung, die ich auf meinem Kanal gestartet habe, die Sachen sind nicht davon betroffen, wird übrigens im nächsten oder im übernächsten Video bekannt gegeben, wer der Gewinner ist, der glückliche Gewinner ist. Ja, jedenfalls wollte ich gerade nur so ein kleines kurzes Update geben. Ich hatte gestern mega Probleme mit dem Mitarbeiter, der hier meine Wand vom Schimmel entfernt hat, mit denen ich mich mega rumzoffen konnte, die mich übertrieben verarschen und mich auch überhaupt nicht für voll nehmen. Ich hasse sowieso Leute, die mich nicht für voll nehmen, die dann auch irgendwie ein Vierteljahrhundert älter sind als ich und sich dann auch denken, ach laber mal, ich brauche dir gar nicht zuhören, ich nehme mich sowieso nicht für voll. Aber ich habe da auch zum Glück meine Eltern, die da hinter mir stehen und ja, danke euch dafür zumal. Das war's von mir, meine lieben Honeymoons. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, was gerade bei mir so abgeht. Ich bin fertig mit den Nerven. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich werde versuchen, in den nächsten Tagen mal ein paar Videos zu schneiden. Versprechen kann ich nichts. Will ich jetzt auch nicht, aber momentan sieht es gerade nicht so rosig bei mir aus. Obwohl, die Rosen sind am Bett. Aber die sind auch schon am Schimmeln übrigens. Und eigentlich hatte ich vor, mein ganzes Bett voller getrockneter Rosen zu haben. Ja, die kann ich jetzt auch wegschmeißen. Schön. Tschüss, Rose. Tschüss, ihr. Ja. Das war's von mir, von meiner Schönheit. Und tschüss.